Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Das Jahr ist 1997 und in die Kinos kommt der Film The Full Monty, auf Deutsch ganz oder gar nicht. Der erfolgreiche englische Film erzählt die Geschichte arbeitsloser Stahlarbeiter, die zur Beschäftigung und zum Geldverdienen einen Striptease einstudieren und aufführen. Die Komik lag in der Tatsache, wie sich die Laien beim Einstudieren dabei anstellten. Die Geschichte war absurd, aber hat ihre Charaktere nie lächerlich gemacht und das Ergebnis war einer dieser kleinen britischen Filme mit ganz viel Herz. Warum das wichtig ist für diese Kritik? Weil auf Disney Plus seit dem 12. Juli ganz oder gar nicht die Serie läuft. Mit der Serie bekommen wir eine lose Fortsetzung der Geschichte des Films oder zumindest wurde es uns so suggeriert. In 8 Folgen, a 40 bis 60 Minuten, begegnen wir den gleichen Charakteren wieder, die wir aus dem Film kennen. Dieselben Schauspieler sind verpflichtet worden und alleine das hat mich beim Anblick in der ersten Folge unheimlich gefreut. Da sind sie wieder! Gus, der ehemalige Stahlarbeiter mit seinem jungen Sohn, Gus' bester Freund, Horse, der Mann mit dem enormen Gemächt, Lomper, Dennis, Darren und Gerald und sogar Jeannie, Daves mittlerweile Ehefrau. Unter der Regie von Andrew Chaplin und Catherine Morsett schlüpfen die Schauspieler wie Robert Carlyle und Mark Eddy oder auch Paul Barber und eben alle anderen wieder in ihre alten Rollen zurück, die sie wie bequeme, gut eingetragene Mäntel tragen. Man nimmt ihnen die Rollen ab und auch die Entwicklung, die diese in den letzten 25 Jahren gemacht haben. Denn das ist das Szenario, 25 Jahre später. Alle legen eine enorme Spielfreude an den Tag. Die Originalgang ist immer noch in Sheffield unterwegs, wo sich die Situation nicht wirklich gebessert hat. Es herrscht immer noch hohe Arbeitslosigkeit, Schule, Gesundheitswesen, Versicherung, alles liegt im Argen. Neben dieser Tragik gibt es aber auch leichte und humorvolle Momente im Leben der Jungs und Mädels. Jedem Charakter wird mindestens eine Folge gewidmet und man bekommt erzählt, wie es aktuell mit den einzelnen Charakteren, aber auch mit dem Verhältnis zum Rest der Gruppe aussieht. Das kann manchmal bizarre Blüten treiben oder auch herzzerreißend traurig sein. Das große Problem der Serie ist, dass sie keinen wirklich roten Faden hat, was die Geschichte angeht. Wir treiben mit den Charakteren durch ihren Alltag, aber es passiert nicht wirklich was. Von Folge zu Folge gibt es hier und da mal das ein oder andere Abenteuer, wie zum Beispiel die versehentliche Entführung des Britain's Got Talent Showhundes durch Gasttochter Destiny oder die mehr oder minder zufällige Geiselnahme durch und von Horse auf dem Arbeitsamt, in die die ganze Truppe mit reingezogen wird. Aber alles in allem reicht das leider nicht aus, um wirklich mit Begeisterung am Ball zu bleiben. Was mich in erster Linie gehalten hat, sind die alten geliebten Figuren, die immer noch so charmant und witzig daherkommen wie früher. Obwohl teilweise durch Alter und Schicksalsschläge deutlich der Lack abgeplatzt ist. Ihnen zur Seite gestellt wird eine Reihe von neuen Figuren, wie Gus' Teenage-Tochter Destiny, Darrens Untermieterin Tabani oder Daves Mentee Dean. Die ersten 5 Folgen ziehen sich leider sehr in die Länge. Ab Folge 6 wurden die Storys stärker und die zweite Hälfte hat deutlich mehr Spaß gemacht. Meines Erachtens nach wäre es besser gewesen, den Stoff radikal zusammenzukürzen und statt einer Fortsetzungsserie einen Fortsetzungsfilm zu machen. Das Potenzial, gerade auch dieser alten Charaktere, ist absolut da. Nur die viel zu lange Story, in der über lange Strecken nicht wirklich was passiert, ist das große Problem, das mit einem gekürzten Film behoben worden wäre. Für Fans des Films von 1997 ist die Serie zu empfehlen, für den Rest lautet die Antwort auf die Frage des gleichnamigen Serientitels mit ganz oder gar nicht, dann leider aber gar nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.